Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab, genau. Und schaut mal, die, der Katzenbaum ist immer noch nicht. Dieses letzte Stück ist immer noch nicht despawned. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Aber hier in Wolfenbach ist die Stimmung gut. So, ansonsten. Hier ist die Stimmung gut. Alle sind glücklich und zufrieden. Und ich habe mir gerade überlegt, eigentlich müssen wir hier noch eine Tür machen, die dann hier zu dem Schweinegehege führt, ne? Ja, genau. Oder man, ne, das Schweinegehege hier hinten können wir es nicht hinmachen. Aber hier könnten wir es hinmachen. Könnten hier noch eine Tür hinmachen. Alter, dass da nicht spawnt, das ist mir ein Rätsel. Das ist schon, also, dass der nicht runterkommt, ne? Ha. Das sieht total asymmetrisch aus, unser Haus. Oh, da ist schon wieder Liebe in der Luft. Love is in the air. Ich glaube, wir machen das... Die Entscheidung ist ja jetzt gefallen. Wir machen das ganze Dach rot. Ah, jetzt ist er weg. Aber es ist kein Setzling bei rausgekommen, ne? Ich kann nur hier unter Wasser nochmal gucken. Nein. Aber der Baum ist wieder gewachsen. Ich hoffe, da steht keiner oben drauf. Denn er ist fast so schön wie der alte. Naja. Das mit dem Dach gefällt mir nicht. Das mit dem Dach gefällt mir nicht. Ich glaube, wir machen das, das gefällt mir nicht. Ich konnte nicht die Reaktion von euch abwarten. Ich habe mich jetzt extra mal ein bisschen vorproduziert, damit auch mal wieder Rising World kommt, ne? Das ist ja, schlimm. Was wir aber machen könnten, wäre, wir könnten sagen, wir machen mal hier den. So. Und wir machen da Stein hin, ne? Ich reiß das alles nochmal ab. Alte Minecraft-Regel, wenn es dir nicht gefällt, richtig, reiß es ab. Reiß es ab und sieh, dass du keinen Stein hast. Art, guten Tag. Guten Tag. Und da ist auch noch was, das muss auch noch weg. Nee, das geht so nicht. Aber wir können das lassen. Wir können ja Steine, wir hatten ja so eine Idee, ne? Also ihr hattet ja so eine Idee, dass wir sagen, wir machen hier sozusagen dann eine zweite Treppe hin, wo wir uns dann in die Tiefe buddeln. So. Dass wir hier so eine Treppe hinmachen für so einen kleinen Steinbruch, wisst ihr? Das habe ich übrigens neulich beim Shadow gesehen, der diese Treppen baut, ist eigentlich ganz schlau. Er fängt nämlich immer unten an, macht dann den ja. Ich habe das immer umgekehrt gemacht und es ging viel langsamer. Oh. Ja. Und dann macht man sich nämlich hier so eine Fackelhalterung hin. Fackeln kommen immer rechts. Das kann sich der neue Bürgermeister gleich mal merken. Nein, ist natürlich egal, wie er das macht. Und seht ihr, dann geht das nämlich fast ganz automatisch, dass man sich hier so ein Dreierding baut. Zack. Ich höre irgendwie Lava. Ich glaube, ich muss mal... Das gibt's doch gar nicht. Jedes Mal, wenn ich hier buddel, kommt irgendwas Abgefahrenes. Hier müssen wir uns irgendwie eine Tür reinbauen. Eine Eisentür. Okay, Eisen haben wir dabei. Das gibt's doch gar nicht, dass da unten Lava ist. Ja, für euch ist das auch gefährlich, ne? Moment, Werkbank ist da. Werkbank. Eine Eisen... Das sind, werden drei, ne? Ja, es werden drei. Gut. Dann packen wir zwei davon gleich mal. Eins, zwei. Und eine nehmen wir mal mit. Und den Knopf, den habe ich vor einer ganzen Weile gebaut. Aus Versehen. Vielleicht könnt ihr das sogar in der Folge sehen, wie ich da am Anfang aus Versehen mal... versehentlich geklickt habe. Und da ist nämlich dann hier so ein Ding raus geworden. Okay, jetzt kommt nämlich hier eine Eisentür rein. Das kannst du wissen. So, eine Eisentür rein. Zack. Damit uns da kein Dorfbewohner runterrennt. Ne? Das ist ganz wichtig. Und auch keine Monster von unten hochkommen. So, runter. Das könnte man natürlich hier noch eine Höhe ausheben eigentlich. So, dass wir hier überall noch einen wegnehmen. Dann rennt man hier mal so mit dem Shuttle da drunter. Und ganz nebenbei kriegen wir auch noch ein bisschen Stein zusammen. Sehr gut. Ausgezeichnet. Eine ausgezeichnete Idee, dachte sich der Mann. Und schaut euch das mal an. Okay. Aber wir sind doch hier noch gar nicht so tief, oder? Okay, das werden wir uns immer näher angucken. Dann machen wir uns hier mal eine kleine Höhle, heben wir uns hier einfach mal aus. Ja, da fällt natürlich jetzt ziemlich viel in die Lava rein. Ist ja cool, wa? Einfach mal so ein Vulkansee auf der Ebene. Unglaublich.
So, das hebe ich immer ein bisschen großzügiger aus. Dann haben wir nämlich gleich wieder Stein und einen Vulkansee ausgehoben. Was meiner Meinung nach ziemlich abgefahren ist. okay, wir müssen aufpassen, nicht, dass es dunkel wird. Ich war nämlich so mitten am Tag unterwegs. Na, dadurch, dass wir immer, ne, durch diese Aufzeichnerei hier, hat sich das also ein wenig verschoben. Nein, fallt mir nicht alle da rein. Okay, wir haben auch gleich erstmal wieder genug und hier ist, glaube ich, ein Flapsi drin. Hell genug ist es hier. Ich lasse das erstmal so. Wir gehen mal wieder hoch. Das ist ja cool. Ja, also schaut mal, ist nämlich schon saudunkel. Und wir haben keinen... Ach, du Schande. Tür abbauen. Ups. Tür wieder einsetzen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Pass auf, ich mach mal den. Ach du Schande. Hui, Monstergefahr. Die erste geht da weg. Ja, hier, ihr seid in Sicherheit, alles klar. Schwert gleich mal rausgeholt. Eins. Verschwindet, ihr Kreaturen der Nacht. Lasst meine Dorfbewohner in Ruhe. Hüss. Keine da, oder? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Aussichtsturm. Seht ihr irgendwelche Kreaturen der Nacht? Die Dorfbewohner fressenden Monstrositäten der Finsternis? Da ist eine. Ja, komm mal hierher. Oh wei. Komm mal hierher. Hier. Ja, hier hinten so. Hier ist ganz gut. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Nimm dies. Hau ab, Dorfbewohner. Nimm dies. Ey, du guckst dir das in aller Seelenruhe an, oder was? Du bist Schmied. Das geht doch nicht. Warum habe ich jetzt da keine Punkte für gekriegt? Was ist denn hier los? Ich muss noch die Gegend noch mal ein bisschen erkunden. Nicht, dass hier noch irgendwas gespawnt ist. Irgendwas, irgendwer, irgendwo, irgendwann. Wie spät ist das an? Ja, so, ja, okay. Da, Skeletto-Mann. Bogen. Ich hab's genau gewusst, ihr und euresgleichen. Kann ich durch die Blume durchschießen? Yes. Er sieht mich nicht, weil ich hinter der Blume stehe. Ist ja auch cool, ne? Ich stehe hinter der Blume. Ja, da gibt's auch Punkte. Einen? Was ist denn das hier für ein geiziger Ort? Warum gibt's hier... Jetzt gehe ich hier nochmal auf den Berg drauf. Ich will echt auf Nummer sicher gehen, nicht, dass hier irgendwelche Zombie-Nauten rumspringen. Die ja später dann, wisst ihr? Da hinten ist nämlich noch ein Skelett. Da hinten ist noch ein Skelett. Zack, okay, das haben wir erledigt. Okay, Freunde. Sieht erstmal wieder recht rein aus, unsere Gegend. Hier oben sollte unbedingt ein kleiner Turm oder sowas drauf. Was ist denn da hinten? Nee, war eine optische Täuschung. Eine optische Täuschung. Die Akazie ist aber echt itzig geworden, die neue, ne? Da kriegen wir bestimmt Ärger mit dem Philosophen hier. Naja, kann man nichts machen. Ach, guck mal, wir haben ja hier schon einen Dreckfahrstuhl. Man darf nicht so viele Dreckfahrstühle bauen. Nein, das darf man nicht. Was hier schon passiert ist in dieser Aufnahme, aber mit dem Vulkansee finde ich ja richtig, richtig schön eigentlich. Und warte mal, wir bauen hier nämlich schon mal eine Werkbank rein. Da haben wir nämlich eine da, das weiß ich nämlich ganz genau. Das haben wir mit meinem, ja, ihr wisst schon. Werkbank, dann bauen wir uns nämlich gleich mal ein paar Stufen. Davon nehmen wir jetzt mal den hier. 20. Es könnte reichen. Ist das schon wieder ein neuer? Alter Schwede, das Dorf wächst ja hier. Ihr seid hier wie die Kanickel jetzt auf einmal. Sagt man so, ne? Wie die Kanickel. Natürlich könnten wir jetzt hier auch wieder ein Lehmdach drauf machen. Aber ich sag mal, wir machen das jetzt erstmal so. Wir machen das jetzt erstmal so. Genau. Weil wir es können. Mit den Dingern. Ist natürlich auch ein schöner Kontrast, wenn wir jetzt hier die Akazie nehmen würden. Aber, ihr wisst ja, ne? Oder kriegt ihr gar nicht mit. Ich guck mal, wie es von unten aussieht gleich. Warte mal. Uah, ouch. Wie sieht es denn überhaupt aus, Klaus? Ja, Mensch, wieder ein neuer Dorfbewohner. Und hier müssten wir eigentlich aber mal... Passt mal auf, Freunde. Es tut mir ja schrecklich leid. Aber hier muss ich mal euren Brunnen mal ein bisschen auseinanderreißen, weil hier muss nämlich noch... Das muss noch weg, ne? Also das muss noch alles weg werden.
Ja, du bist ja ein Hübscher, ne? Mit Bart. Du bist die Mutter Elsa? Du bist die Mutter? Nein, ne? Da... Oh, der Philosoph. Der ist ziemlich sauer auf mich. Der Metanthrop, Philosoph. Wegen, ne? Achso, ich wollte ja gucken, genau. Das war ja der Zweck der Übung. Sieht auch cool aus. Gefällt mir eigentlich auch gut. Ach, verdammt. Mache ich das mit Akazie? Wahrscheinlich ja. Ich darf mir nicht so viel Gedanken machen. Wahrscheinlich reißt der neue Bürgermeister sowieso alles wieder ab, was ich hier fabriziert habe. Würde mich nicht wundern, auf jeden Fall. Und wäre auch absolut legitim. Also es wäre absolut in Ordnung, wenn das hier, Korn. Wenn das hier wieder abgerissen wird, was ich jetzt gerade hier fabriziere. Lalala. Zack. Weil, ne? Ist ja klar. Der Philosoph ist gerade nicht da. Das heißt, wir könnten eigentlich nochmal seine Akazie fällen. ich bin gemein. Ich bin so ein gemeiner Bürgermeister. Manchmal. So. Ich überlege gerade, ob wir hier noch eine zweite Etage reinbauen. Nein, hör auf jetzt. Ich kann nicht anders. Es tut mir echt leid. Es hat nichts mit euch zu tun. Es ist jedes Mal, wenn ich sowas baue, dann gucke ich und dann, ach, da könnte man doch eigentlich, ach ja, da geht doch noch was. Das ist jedes Mal dasselbe mit mir. Das wollen wir aber nicht. Und ich hätte auch gleich die ganzen Dinger verballern können. Verdammt nochmal. Und ich habe doch, glaube ich, auch noch Leitern, oder? Geht das nicht auch so? Aber was ist das? Etwas vom Weg abgeschwurft. So, so, so. So, so. 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 Ja, okay. Pass auf, wir machen mal den hier. 25. Jo. Dann kann der nämlich noch hier mit zu. Ha. Wir sind so schlau. Wir sind so schlau. Okay. Hier ist gerade nichts los. Der Philosoph ist gerade nicht da. Wir haben nämlich 5 Leiter. Da brauchen wir nicht jedes Mal eine Dreckleiter machen. Verdammt. Das Bürgerhaus. Das Bürgerhaus. Hallo Else. Na, bist du mal zu Besuch aus Hunsgrab da oder wohnst du jetzt hier? Bist du ausgezogen und ich habe es nicht mitgekriegt. Ach, du bist eine Cousine 8. Grades. Nein, das wusste ich doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Eine Cousine 8. Grades von der Else. Naja. Ja, die sind ja alle irgendwie untereinander verwandt, aber psch, nicht weiter erzählen. Das hören die nicht so gerne. Wo haben wir denn unsere Stufen, die wir gerade gemacht haben? So, packe ich mal das Korn hier hin. Die haben ja auch schon wieder Brot untergejubelt, ne? Die Dorfbewohner. Einfach mal so. Das machen die immer gerne. Packen sie ein Brot in die Tasche und dann guckst du, oh, was ist das? Brot? Wer hat mir das zugesteckt? Ja, Dorfbewohner, ne? Klar. Es ist ihre Art, Danke zu sagen. Wenn die Dorfbewohner einem Bürgermeister Brot geben, ist es ein Zeichen, dass die Dorfbewohner glücklich sind. Wir machen das so, ne? Wir werden die Akazie nochmal fällen. Die ist sowieso gerade recht krepelig gewachsen. Und der Gelehrte ist sowieso jetzt nicht unbedingt unser Freund, sagen wir mal so. Er ist nicht unbedingt mehr unser Freund. Oh, das war schlau. Er ist nicht mehr unbedingt unser Freund, weil wir seiner Akazie gefällt haben. Was wir jetzt nochmal machen. Aber wenn einer sagt, ich hasse dich und ich bin nicht mehr dein Freund, dann ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen sozusagen. Das heißt, es kann dann nicht mehr schlimmer werden. Oh, ist er... Oh, fei. Er hat schon wieder getan, hat er eben gerade gesagt, wenn ich das mal übersetzen darf. Ja, aber du kriegst ihn neu. Du kriegst ihn wieder neu. Okay, was machen wir in der Zwischenzeit? Nee, wir haben jetzt ja Akazienholz. Hoho. Wir warten jetzt ja wieder, dass die Akazie nachwächst. Genau, so war der Plan. 26. Na, jetzt gefällt Ihnen das nämlich schon ganz gut, den Dorfbewohnern hier mit dem Dingen. So, okay. 16. Jetzt bauen wir hier die Treppe dran. Tju. Jetzt bauen wir hier die Treppe dran. 1, 2, 3, 4. Reicht. Haben wir eine über. Ich mache die immer nicht ganz nach unten, weil ich immer den Irrglauben habe. Also den Irrglauben. Oh, da liegt schon einer drauf. Oh, 2 Setzlinge. Yeah. Sehr gut. Wir können unsere Akazienzucht doch fortsetzen. Sehr gut. Wir pflanzen einfach 2 Akazien. Da kann er nichts mehr sagen. Dann sagt er, oh, 2 Akazien. Da kann ich ja doppelt so viel philosophische machen. Philosophetten. So, und so. Noch eine Riege würde ich draufsetzen. Das heißt, man fängt dann irgendwo hier so an. Ach so, nee.
Verdammt. Ja, aber wie schon gesagt, wir haben es ja. Wir haben es doch. Wir gehen mal... Vorsicht. Nicht zu Tode stürzen. Jetzt aber weg mit dem Korn. Sieht keiner. So, zwei Akazien. Viel mehr werden auch nicht rauskommen. Wo pflanzen wir die jetzt mal hin? Wo wachsen die besser? Hier oben drauf? Hier so? Oder war es ihm wichtig, dass sie im Fluss wächst? Irgendwie, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. So, drei Akazien. Hey, das ist viel besser. Total gut. Du bist eine gute Akazienpflanze. Zucht bringt halt doch was. Zucht und Ordnung. So, das Problem ist, warte mal, haben wir Knochen eingesammelt? Nee, ne, natürlich nicht. Dann pflanzen wir die anderen mal hier hinten hin. Hier so. Kann also hier auch nochmal philosophieren. Wie schon gesagt, lieber Bürgermeister der Zukunft, du kannst das dann alles anders gestalten, ne? Ganz klarer Fall. So. Ach so, was will ich jetzt hier oben? Das bringt mir ja alles gar nichts. Das heißt, ich könnte natürlich jetzt auch sagen, wir machen ja den, ja? Ah, nee. Das muss auch aus Akazienholz werden. Überraschung, ich bin's, der fliegende Opa. Ach ja, ja, da hast du recht. Er hat gesagt, hier fehlen noch Fackeln. Da hat er recht. Recht hat er. Fackel. Das sieht aus, als wenn der Stamm die Fackel im Mund hat. Ha, ho, hi. Und Scheiben bauen wir dir morgen ein. Da kannst du aber mit rechnen. Ah, es ist so viel zu tun hier. Unglaublich. Hallo Else. Wo, schön, dass du mich besuchen kommst. Ah, nee, du bist ja die... ja, hatten wir ja erst. Das hatten wir ja erst. Ist gut. Ey, wie die sich hier drängeln in dem Haus. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ich wollte gerade sagen, wir hatten nur noch Glas. Okay, warte, ich muss mal ein bisschen krustlos werden. Oh, und der ist kein Krust. Geh mal von Ofen runter. Ach, hier passt es sehr gut rein. Da haben wir auch noch Stein drin. Also der neue Bürgermeister kann sich über einen guten Start auf jeden Fall dann freuen, denke ich mal. Also auf einen guten Startschuss. Oh, da fällt mir gerade was ein. Verdammt nochmal. Ey, uiuiui. Uiuiuiuiui. Vielleicht soll ich da keine Akazie für nehmen. Das seltenste Holz, das wir haben. So. Da fällt es mir wieder wie Schuppen aus den Haaren. Verdammt. Ist hier noch ein Setzling rausgeplatzt, zufällig? Tatsache. Vier Setzlinge aus einer Pflanze. Vorsicht, du darfst hier nicht reinfallen. Bitte fallen Sie hier nicht rein. Bitte fallen Sie nicht darauf rein. Der Knopf ist sogar noch stecken geblieben. Wie machen wir das von innen dann? Kann man da hier so... Ja, es geht auch. Okay, alles klar. Ja, nee, runter brauchen wir jetzt nicht nochmal. Das können wir später nochmal ein bisschen ausbauen. Tüt. Bitte fallen Sie hier nicht rein. Bitte fallen Sie nicht darauf rein. Ey, was hier an Dorfbewohnern? Habt ihr mal mitgezählt, wie viele dazugekommen sind jetzt gerade? Am Schluss hier soll auch noch eine kleine Hütte hin. Vielleicht zum Fischerhaus oder sowas. Aber wir wollten ja Scheiben einsetzen. Hier. Ihr habt die Tür offen stehen lassen. Wenn da hinter Gangster reinkommen... Na, müsst ihr euch nicht wundern. Ja, Freunde. Komm her. Egal. Egal. Wir machen gleich nochmal... So, die Eisentüren kannst du schon haben, liebe Bürgermeisterin. Für schlechte Zeiten. So und so. Fenster rein. Erstmal die ganz normale Standardvariante natürlich, klar. Alles andere wäre auch zu teuer. Und hoffentlich wächst der Baum gleich wieder. Sonst kriegen wir irgendwann echt Ärger. Und was haben wir hier gemacht? Hier sollte... Ach, hier wollten wir eine Tür hinmachen. Für so ein kleines Schweinegehege, ne? Aber vielleicht bauen wir das auch woanders hin. Ich glaube, das bauen wir woanders hin. Ich habe aber gerade sämtliche Birki-Bretter verlegt. Ark. Na gut, gehen wir nochmal zurück. Dann machen wir noch ganz schnell hier den. Hier sind wir nämlich sozusagen auch durch bei unserem Feld. So, und damit die Bauern hier schneller zum Felde kommen, machen wir einfach den. Dann könnten wir theoretisch auch den hier wegnehmen. So. Arg! Nein! Warum? Ja, da kann sich der neue Bürgermeister drum kümmern. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Okay. Aber hier, das Korn wächst trotzdem. Ist immer noch keine Akazie gewachsen. Da hinten vielleicht? Ja, Mensch, wir sind fast durch. Achso, ich wollte Birkenholz holen.
Oh nein, nicht schon wieder der Trompeten-Heini. Oh nee. Ach nee, Mensch. Oh. Trompeten-Heini ist auch wieder da. Naja, klasse. Es gibt keinen, der so schrecklich die Trompete bläst wie er. Da ist aber auch ein bisschen stolz drauf, schätze ich mal. So, machen wir das hier aus Stein. Weil sonst wäre das irgendwie blöd, weil er hier in die Erde reinfließen kann, so, ne? Oh, Akazie ist gewachsen. Ich hoffe, die anderen wachsen auch gleich. Dann können wir nämlich wunderbar... na, ihr wisst schon. Trompeten-Heini, hör auf mit dem Käse. Das ist total schlimm, was du dir da zurecht bläst. Alter Schwede. So. Dann können wir nämlich hier einen kleinen Zaun zwischen machen oder so. Oh, Leute. Ja, danke. Vielen Dank, dass Sie mir die Tür aufgehalten haben. Wirklich sehr, sehr nett. Ha. Was wollt ihr jetzt machen? Ich weiß nicht mal, was ich machen wollte. Doch. Jetzt. Hier soll doch dicht gemauert werden. Hier ist gefährlich. So, hier kommt nämlich so ein fette... na, ihr wisst schon. Eine fette. Freunde, eigentlich sind wir für heute durch. Ich gucke auf die Uhr. Die sagt mir, die Folge ist um. Wir haben die Akazie wieder. Aber, ich guck mal, sind da hinten auch welche gewachsen? Die habe ich etwas später gesetzt. So ein Mühe später. Ich habe die aber auch angepflanzt. Die können jetzt eigentlich jetzt auch direkt wachsen. Wo habe ich die hingepackt? Ich habe die doch irgendwo hingepflanzt. Na, ich werde sie auf jeden Fall sehen. Das Haus ist nicht ganz fertig geworden und sieht auch. Ich glaube, ich werde da... Ja. Ich werde da noch was dran machen müssen. Das können wir so nicht lassen. Das können wir so nicht lassen. Das Dach muss anders. Das Dach muss auf jeden Fall anders. Wahrscheinlich gibt es nochmal eine Zugabe zu diesem Haus in den nächsten 100 Folgen. Euer Opa Zeron sagt, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf, genau, wiedergesehen.